Sie ist in Deutschland verboten und gilt als gefährliches Rauschmittel, die Droge Cannabis. In Ingolstadt wird heute Abend ein Verein gegründet, der sich für deren Legalisierung einsetzen will. Die Mitglieder müssen volljährig sein und sich zu einem bewussten Umgang mit Cannabis verpflichten. Die Piratenpartei unterstützt dieses Konzept. Suchtkranke könnten so in das gesellschaftliche Leben integriert werden. Die Polizei dagegen ist skeptisch. Cannabis gilt als Einstiegsdroge. Heroin oder Koks können folgen. In Ingolstadt wird heute Abend ein Verein gegründet, der sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Der Grundsatz des Vereins: Jeder Mensch hat Suchten und diesen sollte er auch nachgehen dürfen. Dieser Verein, der heute gegründet werden soll, soll einfach Ansprechpartner dann werden für die Politiker, für euch als Medien, damit da einfach eine Diskussion endlich stattfindet und das aus diesem Graubereich und dunklen Bereich kommt. Vereinsgründer nennen Cannabis ein Naturprodukt und das sollte für alle, insbesondere für Schmerzpatienten, frei verfügbar sein. Doch es soll nicht nur rein um den Konsum gehen. Es ist ein Modellprojekt, wo man es möglich macht, dass Leute normal und legal an Cannabis, sprich Marihuana, und an diese Droge kommt. Man übersetzt es so, es ist nichts anderes wie ein Verein, der für Volljährige, der für verantwortungsbewusste Menschen einen Genuss dieser Droge möglich macht in einem kontrollierten Rahmen. Die Polizei Ingolstadt ist misstrauisch, was dieses Konzept angeht. Grundsätzlich haben wir gegen die Gründung eines Vereins nichts einzuwenden. Uns geht es nur darum, dass die Zwecke des Vereins nicht unseren Gesetzen widerstreben. Und sollte dies der Fall sein, dann sind wir eben gefordert, strafverfolgend tätig zu werden. Sobald der Verein die erste Plantage anbaut, muss die Polizei sofort aktiv werden. Sowohl das Herstellen von Cannabisprodukten, also das Anbauen von Cannabispflanzen, sowie der Konsum im Rahmen der Mitgliederkreise ist ganz einfach verboten. Auch die CSU und die Freien Wähler im Ingolstädter Stadtrat haben sich bereits zu Wort gemeldet und stemmen sich vehement gegen den Verein.